Hey ho Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren actiongeladenen Folge Warhammer 40k Space Marine. Ja, wir sind wieder zusammen mit unseren Ordensbrüdern und wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Inquisitor. Den müssen wir erreichen, bevor es die Orks tun. Das würde nämlich nicht gut ausgehen. Da unten sind doch schon wieder ein paar Ballerboys. Ich würde sagen, da baller ich erstmal ein bisschen mit der Sniper rein. Hey! Dass du wegkommst. Ah, keine Munition mehr. Na gut, dann geht's in den Nahkampf. Habe ich auch kein Problem mit. Okay, ihr seid ein bisschen schwerer, ich sehe schon. Oh, Alter! Lasst mich durch! Lasst mich durch! Oh Gott! Erstmal ein bisschen raggen. Ja, diese Mörser. Die sind schon echt nicht ohne. Was ist denn das jetzt? Komm, gib mir ein bisschen Leben. Granate! Okay, waren das alle? Ich denke mal. Hilfe, ich hänge an der Kante. Oh Gott, lasst mich durch. Nett von dem grünen Abschaum den Weg zu öffnen. Endlich. Ein Weg an die Oberfläche. Nicht viel sauberer als da unten. Aber wenigstens haben wir wieder einen Himmel über unseren Köpfen. Unser Treffpunkt befindet sich in dieser Richtung. Kapitel 8, das Flüstern der Toten. Ist hier unten noch was? Komme ich hier lang? Ah, nee, hier ist eine Barriere. Okay. Vorwärts, Jungs, folgt mir! Was erhoffen sich die Orks davon, so viele abzuschlachten? Schrecken verbreiten. Die Miliz demoralisieren. Grausam, aber wirkungsvoll. Das ist keine Kriegsstrategie. Für Orks ist das Sport. Ich wollte schon sagen, es sind halt Orks, ne? Was habt ihr erwartet? Da steckt nicht viel Strategie hinter, die kloppen einfach nur drauf. Medizinische Vorräte erschöpft. Noch ein Audiolog. Oh. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, den hat's den Kopf weggerissen, aber nee, nur der Helm. Millionen weitere von denen. Unser Plan bleibt derselbe. Den Inquisitor und die Energiequelle von hier wegzubringen.
Titus, wenn Sie das Manufaktorum einnehmen, wird es sehr schwer, Sie wieder da rauszubekommen. Wir sind Ultramarines. Orks sind kein Problem. Wenn wir eine Woche Zeit hätten. Aber bis dahin werden die Orks herausgefunden haben, wie man die Titanen zerlegt. Alter. Richtiges Gemetzel hier. Laserkanone? Die tragbare Astartes-Laserkanone feuert einen geladenen Energieschuss zusammen mit einem starken Laser und kann aus extremer Entfernung fast jede Rüstung durchschneiden. Besitzt eine starke Zieloptik mit variabler Vergrößerung. Y, um den Zoom-Modus zu aktivieren? Okay, ja, verbesserte Sniper, da gehe ich mit. Da tausche ich gerne mal. Oh, hell no. Hat er da Raketen? Ork-Raketenwerfer auf den oberen Ebenen. Zeit zu sterben, Mensch! Das ist eine letzte Rakete! Spenden! Wow! Was hat er gerade gesagt? Der Bazooka-Boss? Die Orks und ihre Namen. Hallo? Sag mal. Ich treffe den nicht. Na, geht doch. Evakuierungszentrum Theta ist nicht mehr sicher. Bewahren Sie Ruhe. Die Xenos haben kein einziges Gebäude unberührt gelassen. Oder unblutig. Fehlen am Arbeitsplatz ist inakzeptabel. Jo. Die sind hier komplett durchgegast. Da können einem die imperialen Infanteristen schon ein bisschen leid tun. Mit denen will man hier nicht tauschen. Ist aber auch unbelohnt. So im Warhammer 40k-Universum, so als Mensch, so als der imperialen Armee, da bist du einfach am Arsch. Du hast einfach die Arschkarte. So als Space Marine, da geht's ja noch, aber als normaler Fußsoldat, da willst du einfach nicht in dieser Welt leben. Haltet durch, Jungs, ich komme! Oh, zu spät. Naja, ein Versuch war es wert. Okay, hier gibt's nochmal richtig schön Muni. Ah, hier sind die ganzen Waffen. Hier könnten wir nochmal wechseln. Aber eigentlich bin ich zufrieden, so wie wir sind. Hier war auch nichts weiter. Alles klar. Dann erstmal weiter. Noch ein bisschen Muni. Ja, die Laserkanone hat halt schon verdammt wenig Schuss, ne? Aber ist dafür sehr schlagkräftig. Granate! Granate! Ihr wollt was, hä? Wow! Hey! Hey, jetzt hör auf!
Oh. Weißt du, manchmal machen die einfach mit einmal so übel viel Damage. So die ganze Zeit ist alles cool und dann mit einmal hauen sie richtig durch. Alter. Noch mehr Brocken. Nicht gut. Granate! Nochmal, steh doch mal auf mich! Noch mehr Menschen zum. Na, kommt mal alle schön zum Faster. Oh, hallo? Oh nein, was? Ach, komm, ich hab sogar meine Attacke noch fertig gemacht. Alleine leben. Ach, du bist doch immer in der Animation dann gefangen. Es ist schon ein bisschen schwierig. Also, ja, mit dem Nahkampf muss man aufpassen. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, halb so wild. Nur ein leichter Rückschlag. Hallo. Sollen sie kommen? Ist das alles, was ihr habt? Okay, okay. Keine Muni mehr. Es ist so ruhig. Viel zu ruhig. Da kommt gleich was. Vielleicht steht der Ork Warboss einfach in der nächsten Ecke. Ich sehe ihn doch schon. Wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinengott wacht über Sie. Ich hätte gern einfach nur Munition, wenn das irgendwie möglich wäre. Da war es doch gerade. Hallo. Darf ich? Danke. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf Medizin. Oh, 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 ey. Wo ist der Raketenwerfer? Ah! Alter! Nicht cool! Nein, zu sterben! Nein, von der Bosse getötet! Okay.
Jetzt geh schon drauf! Halt die Gusche! Grün heute im Anmarsch. Ich brauch Munition. Da drüben sind noch Granaten. So langsam bräuchte ich auch mal wieder Leben. Ich muss mal wieder in den Nahkampf. Aber langsam kommt so der Punkt, da kommen nur noch Gegner, die echt schwer sind im Nahkampf. Wow. Nicht du schon wieder. Um Gottes Willen, jetzt stirb endlich. Gut, noch irgendwas übersehen? Da ist noch ein Servoschädel. Lass mich durch! Der Schutt ist zu stark, ich komme nicht vorbei. Digga, das kannst du dir manchmal echt nicht ausdenken. Die Tech-Priester müssen die Gebäude alle abreißen und neu aufbauen. Dieses Mal auf einem Massengrab. Dort, Rogan wollte sich an diesem Monument treffen. Na dann, auf! Wow! Alter, was? Was? Ey! Das ist doch nicht euer Ernst! Wir kennen keine Furcht! Aus dem Nichts werde ich einfach niedergeballert. Oh Mann! Das kann man sich nicht ausdenken. Jetzt bin ich wieder hier? Oh, hell no! Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Okay, dann schießen wir uns eben nochmal schnell durch. Die ist auch irgendwie noch nicht so krass. So, ihr kennt das Spiel. Erst Munition, Granaten, dann geht's weiter. Grün heute im Anmarsch. Alter! Nicht cool! Hat er wenigstens jetzt den Servoschädel gespeichert, den ich eingesammelt habe? Das wäre cool. Ja, oder? Der ist nicht mehr da, ne? Ja, der ist weg. Okay. Junge. Guckt mal, wo die Kante hier schon ist. Das ganze Ding hier zählt noch mit zur Kante. Schwierig. Tech-Priester müssen die Gebäude alle abreißen. So, von wo haben die geballert? Dieses Mal auf einem Massengrab.
Dort, Drogan wollte sich an diesem Monument treffen. Junge, ich sehe doch nichts. Weg mit dir, Alter. Was bist du denn für ein Arschloch? Okay, da ist Drogan. Ich arbeite mit voller Kapazität. Inquisitor Drogan. Wir müssen sie von hier wegbringen, bevor wir von Orks überrannt werden. Sie waren der unabgeschirmten Energiequelle ausgesetzt. Im Generatorraum, ich habe es gesehen. Sie haben pure Energie des Warps berührt. Wie können Sie noch leben? Die Energiequelle nutzt Warp-Energien. Das Material des Chaos. Ketzerei. Meine Arbeit gegen die Xenos hat den Segen des Imperiums. Kann Ihre gesegnete Arbeit uns gegen die Orks helfen? Meine Forschung steht unter äußerster Geheimhaltung. Das Imperium verbietet ihre Nutzung ohne Genehmigung. Betrachten Sie das als Ihre Genehmigung. Wie Sie meinen. Die Energiequelle treibt in meiner Forschungseinrichtung eine experimentelle Waffe an. Die Psi-Geißel. Sie könnte die Orks zerstören. Und warum haben Sie diese Geißelwaffe nicht schon früher erwähnt? Die Psi-Geißel wurde noch nie getestet, Sergeant. Bei einer Fehlfunktion könnte sie den Planeten in zwei Teile zerbrechen. Wir haben keine Wahl. Wir feuern die Waffe ab und riskieren es. Alles klar, Freunde. Meinem Forschungslaboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte, dem Sammelpunkt der imperialen Armee. Sie werden Walküren haben. Wir können zur Einrichtung fliegen. Suchen wir den imperialen Außenposten. Okay, Leute, das Ziel ist klar. Anscheinend experimentiert Drogan hier mit Chaos-Energie, Warp-Energie. Ja, das ist schon ein schwieriges Thema. Aber ich würde sagen, Freunde, das reicht mir für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein. Bis dahin. Bye, bye.